Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal und es ist gerade wieder so komisch, eine Begrüßung aufzunehmen, weil mein letztes Video und erst recht mein letzter Vlog sind schon sehr, sehr lange her. Ja, ich komme gerade von der Arbeit und ich dachte, heute ist mal wieder ein Tag, den man eventuell mitfilmen kann und der eventuell ganz interessant ist. Und zwar habe ich mittlerweile sehr lange Haare bekommen und die Leute, die mir auf Twitter oder auf Twitch oder so folgen, wissen schon Bescheid, denn heute habe ich meinen Friseurtermin und heute kommen meine Haare ab. Ich kann euch gleich auch mal zeigen, wie lang die mittlerweile sind und wie kurz ich die haben möchte. Übrigens, Leute, falls ihr mal wieder mehr Videos sehen oder generell mehr Vlogs, dann lasst gerne ein Like da oder schreibt es gerne in die Kommentare. Dann weiß ich so, was ihr gerne sehen wollt und dass ihr noch Bock habt auf Vlogs, weil erst recht in der Corona-Zeit passiert jetzt ja nicht so viel. Deswegen ist es immer sehr schwierig, was aufzunehmen. Aber vielleicht finde ich ja noch irgendwelche passenden Angelegenheiten, wo man mal filmen kann. Na Leute, der Vlog startet auf jeden Fall perfekt. Mein Akku ist direkt am Anfang leer. So Leute, ich wollte euch dann noch zeigen, wie lang meine Haare einfach mittlerweile sind. Und zwar seht ihr, sie sind sehr lang. Dementsprechend gehen die mir so krass auf die Nerven. Also falls ihr euch fragt, warum ich meine langen Haare abschneide, weil voll viele meinen einfach, ich soll das nicht machen. Und ich habe auch Angst, weil meistens so, man ist in den ersten 2 Wochen richtig zufrieden und dann vermisst man seine langen Haare. Aber die gehen mir so krass auf die Nerven. Und überall, wirklich überall, fliegen meine langen Haare herum. Und es nervt einfach nur noch. Und jedes Mädchen mit langen Haaren und die einen Freund hat, weiß, glaube ich, wie nervig das ist, wenn der Freund immer und immer wieder auf den Haaren liegt. Also, ja. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist einfach, dass ich letztes Jahr meine Haare abfärben lasse. Und ich habe so viel Geld dafür gezahlt, jetzt schneide ich das gefühlt alles weg. Also, es tut ein bisschen weh. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann viel zufriedener sein werde. Weil mich nerven meine Haare nur noch. Es nervt, die durchzukämmen. Ich habe absolut Haarausfall. Und wenn dann da die ganze Zeit die langen Haare rumliegen, ist... Also bitte Leute, macht mir kein schlechtes Gewissen und trennt dann in die Kommentare, dass meine langen Haare viel schöner waren, weil das bricht sonst mein Herz. Ich glaube, dann bereue ich es wirklich. Also bitte seid lieb zu mir. Stimmt, falls ihr euch jetzt fragt, wie kurz meine Haare jetzt eigentlich werden sollen. Also ja, eigentlich ist es immer noch länger. Ich finde von der Länge auf die Länge, die ich haben möchte, ist es schon ein großer Unterschied. Und zwar will ich meine Haare ungefähr so lang haben. Ja, es sieht so lappig aus, wenn man das so in die Kamera zeigt. Also echt sieht es hoffentlich besser aus. Ich kann hier auch noch irgendwo, ich blende hier mal ein Bild ein. Schreibt mal in den Chat, falls ihr das Bild noch kennt und ob ihr schon seit der Zeit am Start seid. Soll ich meine Haare so lang machen wie auf dem Bild? Das ist schon ein paar Jährchen her, aber ich finde es eigentlich ganz knuffig und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich sitze jetzt gerade kurz vorm PC. Weil ich muss noch eine Steuererklärung abgeben. Sehr schön. Und ich muss da ein paar Sachen für raussuchen, damit wir die fertig machen können. Und es ist halt so, weil ich habe da jetzt sehr viel mehr Sachen, wo ich gucken muss. Weil davor hatte ich YouTube und Tippi. Und jetzt bin ich jetzt zu Twitch gewechselt. Jetzt habe ich ja auch Merch rausgebracht und so. Es kommt ja auch alles dazu. Deswegen. Und ich habe mit meiner Ausbildung angefangen. Und ja, das wird spaßig. So Leute, wir grillen heute. Mama darf ich leider nicht zeigen. Und ja. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? So Leute, die Haare sind jetzt geschnitten und ich werde jetzt mit Fräckchen Discord gehen und seine Reaktion mal filmen, wie er die Haare so findet. Und ja. Oh Gott, okay. Das sieht doch gut aus, so kurz ist es doch gar nicht. Findest du? Ich finde, auf den ersten Blick ist es halt echt ungewohnt, aber je länger man sich das anguckt, so besser. Ja, hättest du gedacht, das ist ein bisschen länger oder was, aber ich finde es eigentlich so wie auf den Bildern, auf den alten, die du da gezeigt hast. Findest du, das sieht gut aus? Jo. Na, oh. keine Ahnung, jetzt nerven meine Haare nicht mehr. Und ja, mein Kopf ist echt 10 Kilo leichter jetzt, ne? Ja. Naja, das ist doch gut. Also ich finde, es sieht gut aus.
Na. Weil es ist auch ähnlich wie bei den, also bei den anderen Bildern. Ich sehe da jetzt keinen so großen Unterschied. So, danke. Genau. So, Leute, jetzt sehen wir uns auch mal wieder. Ja, ich habe jetzt 1,5 Stunden mit Frettchen gequatscht und ich hatte die ganze Zeit die Facecam und ich war dauernd so unschlüssig, finde ich es jetzt gut oder schlecht. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinen Haaren. Es ist halt sehr ungewohnt, deswegen denkt man sich immer so am Anfang, okay, lange Haare sind besser. Aber ich finde, je länger man sich das anguckt, desto schöner sieht es einfach aus. Man merkt einfach so, okay, passt doch ganz gut. Also ja, seid bitte nicht zu hart mit mir. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung schreiben. Und lasst die Frisur erstmal auf euch wirken. Weil im ersten Augenblick ist es eh, das ist alles immer so. Ja, nee, sieht blöd aus, aber ich finde es echt mega, mega schön. Das ist halt mega ungewohnt, ne? Vor allem, wenn ich habe voll oft so meine Hand so auf den Schoß und habe dann so an meinen Haaren so rumgespielt. Auf einmal ist da nichts mehr so. Ist halt echt so, warte, damit ihr es nochmal so seht, ne? So, meine Haare gingen bis hier. Jetzt sind sie aber hier. Jawohl. Junge, ist so ungewohnt. Und meine Haare nerven mich nicht mehr, weil, keine Ahnung, ich hatte auch, also das war so schlimm, die sind mir nur noch zur Last gefallen. Zwar allein schon, ich hatte bei der Arbeit einen Zopf und habe nach kurzer Zeit schon absolut Kopfschmerzen bekommen, weil meine Haare so schwer waren. Und deswegen war es, glaube ich, echt die beste Entscheidung, die jetzt mal endlich kurz zu schneiden. So klar, die hat nicht so kurz gemusst, aber ich wollte, dass man endlich auch mal eine Veränderung sieht, weil ich würde sowieso die ganze Zeit irgendwas ändern und ich wusste nicht was. Und jetzt habe ich kurze Haare. Stimmt, es ist für mich kurz, also man den Unterschied zu vorher sieht. Es ist immer noch lang eigentlich, aber ja. Eigentlich wollte ich warten bis morgen und ich wollte Luca seine Reaktion eigentlich im Real Life sehen. Und nicht, dass er es jetzt schon sieht, aber er macht mir ein schlechtes Gewissen. Jetzt gehe ich noch mit ihm kurz in den Talk und dann schauen wir mal, wie Luca so reagiert. Ich bin gespannt. Ich glaube, Luca wird so am Anfang, ich glaube, er wird anders als Frettchen reagieren, weil ich glaube, Luca wird es anfangs nicht so gefallen. Ich sehe schon kommen. So, jetzt bin ich aufgeregt, weil irgendwie vor dir ist es noch was anderes. Ich weiß nicht, ob ich... Ah, Bruder. Es lädt. Oh. Ja, so sieht's aus. Warte. Andere Mensch. Findest du's? Also ich finde, also dafür, dass ich das so am Anfang, also ich war ja nicht direkt von Anfang an überzeugt so. So. Du kannst eh alles tragen. Mach nochmal Dings, Seitenscheite. Marschana, direkt. Ich finde es einfach so krass, ne, dass selbst Luca einfach kurz jetzt auch besser findet. Luca war so anti, ne? Er war so anti, dass ich wieder eine Haare abschneide und dann zum Schluss hin so, ja, okay, mach. Jetzt ist er auch voll überzeugt so von kürzeren Haaren, weil er auch findet, dass es mal was Neues ist. Ich bin so glücklich gerade, ne? Vor allem, keine Ahnung, euch Jungs ist wahrscheinlich so Haare komplett egal, aber ich glaube, bei uns Mädchen hat es nochmal einen anderen Wert. Oder vielleicht sogar auch Jungs, die auch so längere Haare haben, wissen, was das für ein ganzer Prozess ist. Ich glaube, die hängen da auch nochmal mehr dran. Mein Papa und ich fahren jetzt zu meinem Opa, weil Papa da irgendwas machen muss und ich denke so, dass ich mal mitkomme, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit zu Hause zu hocken und ja, mal schauen. So, Freunde, wir sind jetzt bei meinem Opa. Sag Hallo. Hallo. Findest du meine Haare? Schick. Ja, schick ist das. Und meine? Auch. Wunderschön. So, ich bin jetzt auch wieder zu Hause. Eigentlich wollte ich gleich streamen, stattdessen spiele ich jetzt so ein paar Runden CSGO, weil, ja, keine Ahnung, dann sieht man schon das Ergebnis und ich will den Vlog hochladen, dann ist der Vlog wieder überflüssig, wenn man das Ergebnis schon überall gesehen hat und ja, ich hatte auch schon auf Twitter gepostet, dass da zum Vlog kommt und trotzdem werden so viele Leute das Ergebnis schon sehen von meinen Freunden. Es gab ein paar Auserwählte, aber ich will es nicht einschicken, weil dann ist der Block hier umsonst. Dann kann ich mir ja sparen. Aber ja, ich spiele jetzt so mit Gunshot, mit Bounty, Luca und mal schauen, wie die andere Person sein wird. Noch CSGO. Und ja, heute Abend kommt übrigens GNTM, Leute. Also heute ist Donnerstag. Jetzt wird CSGO gespielt. Es ist jetzt 20.15 Uhr, ich sehe absolut fertig aus. Ich weiß nicht warum, aber ich habe eh immer Augenringe. Und ja, das heißt, Germany's Next Topmodel beginnt. Das ist auch schon angefangen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und ich bin so krass happy mit meinen Haaren. Ich wollte sowieso die ganze Zeit eine Veränderung, jetzt habe ich sie endlich. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Falls ja, lasst sehr gerne eine positive Bewertung da.
Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. See you faded. I don't like to fake it.